So, im letzten Video haben wir die Innenrotorzündung in den Motor eingebaut und jetzt bauen wir die restlichen Sachen an den Rahmen, damit wir endlich unseren Zündfunken haben. Zuallererst macht ihr euch so ein Kabel hier, so in der Länge ungefähr 40 cm. Wir brauchen das, denn wir müssen eine Motormasse bauen. Denn dadurch, dass wir jetzt keinen Kabelbau mehr haben und auch keinen Elektrostarter und so weiter mehr, haben wir jetzt keine Masseverbindung mehr zwischen Rahmen und Motor. Und die müssen wir jetzt wieder herstellen. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel diese Öse hier nehmen. Ihr könnt sie auch, wenn ihr jetzt keinen Minarelli-Motor habt, könnt ihr sie auch irgendwo anders anzapfen. Hauptsache, ihr kommt auf das Aluminium vom Motorblock. Das ist ganz wichtig. So, und dann nehmen wir eine der Ösen und schrauben sie fest. So. Dann haben wir schon mal unsere Motormasse, dann machen wir weiter. So, dann kommt als nächstes die CDI dran. Die montiere ich immer in dem Batteriefach, damit die ein bisschen vom Spritzwasser weg ist. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Dinger nicht sehr spritzwasserfest sind. Und wenn da Wasser reinkommt, dann habt ihr keinen Zündfunken mehr. Ja, deswegen montiere ich die immer da. Gut. Die Kabel sind lang genug, das ist alles kein Problem. Und jetzt haben wir da verschiedene Kabel dran. Wir haben einmal, so, wir haben einmal unsere Verbindung zum Innenrotor, die können wir jetzt gleich verbinden. So, die hängen wir dann noch etwas mit einem Kabelbinder oben auf, damit die nicht auf dem Zylinder liegt. So, und jetzt haben wir hier noch drei verschiedene Kabel. Was könnte das jetzt alles sein? Klar, schwarz ist Masse. Da gehen wir dann auf dieselbe Masse drauf, mit der wir auch mit der Motormasse drauf gehen. Dann haben wir ein gelbes Kabel und wir haben ein orangenes Kabel. Das orangene Kabel, müsst ihr euch merken, geht auf die Zündspule. Ihr habt auf der Zündspule ein Plus und ein Minus und auf das Plus muss das orangene Kabel drauf. So, ich mach's andersrum. So, dann haben wir wiederum an der Zündspule auch wieder eine Masse. Die muss natürlich auch wieder dann mit hier an die Masse dran. Und das gelbe Kabel geht auf unseren Killswitch. Oder Schalter, was ihr halt nehmen wollt. So, aber bevor wir das alles machen, hängen wir jetzt noch unsere Zündspule auf. Die Zündspule, die montiere ich immer gern an der originalen Halterung vom Aerox, denn dann hängt die mir auch nirgendwo im Weg und ich habe hier Platz, wenn ich mal hier was montieren muss. Dazu muss ich den Roller kurz drehen. Moment. So. Wir sind auf der anderen Seite. Hier ist die originale Zündspule verbaut. Die bauen wir jetzt weg. Gut. So. Dann nehmen wir die Zündspule
montieren die so oder so, wie es euch am besten passt, an den Halter dran. Ich mache immer hier, so rum natürlich, sorry, da merke ich gerade das Kabel. So, festgezogen. Dann können wir auch schon den Zündkerzenstecker auf die Zündkerze stecken und unsere Motormasse, also unsere Masse, führen wir wieder hoch zu unserer Gesamtmasse. So, jetzt fehlt nur noch ein Teil und zwar unser Killswitch. Wenn man vom Roller fällt und das Teil hier wird runtergezogen, dann geht die Zündung automatisch aus und der Roller bleibt stehen. Denn leider, solche getunten Roller, die fahren gern auch mal weiter. Deswegen nehmen die meisten Leute so ein Teil. Kann ich nur empfehlen. Und da haben wir jetzt auch zwei Kabel dran. Und die müssen wir etwas verlängern, denn wir müssen ja die ganze Verkleidung entlang bis hierher. Und auf das Kabel unserer CDI kommen. Hier. Und dieser Killswitch macht nichts anderes, als dass er dann Masse auf dieses Kabel hier gibt und dann ist kein Zündfunke mehr da und der Roller oder der Motor geht dadurch aus. So, der Killswitch ist montiert. Das Kabel habe ich durch die Verkleidung geführt. Und hier kommt es raus. Und jetzt machen wir eigentlich nichts anderes als... Moment. Ich kürze das mal ein bisschen. Als dass wir das mit der CDI verbinden und dann noch auf unsere Masse gehen. Und das war's. So, und dann nehmen wir, wie gesagt, das rote Kabel und verbinden es mit dem gelben der Innenrotorzündung. So, jetzt haben wir soweit alles verbunden. Wir haben jetzt nur noch unsere vier, wo ist das letzte? Unsere vier Massekabel. Und die machen wir jetzt alle zusammen an diese eine Öse. Und somit verbinden wir die Motormasse mit der Rahmenmasse und mit den ganzen Masseverbindungen für die ganzen Elektroteile. Und damit sind wir dann fertig. Bevor wir das jetzt hinschrauben, schleife ich immer hier noch etwas den Lack ab, um auch wirklich eine gute Masseverbindung zu haben. Denn ihr dürft nicht vergessen, die Malossi Innenrotorzündung macht einen konstanten Zündfunken bis 20.000 Umdrehungen. Da sollte das schon passen. Theoretisch müsste das Gewinde langen, aber sicher ist sicher halt. So. Gut. M6er. Und dann fädeln wir alle unsere Masseverbindungen auf. Wir sind alle. Und noch die Rahmenmasse. Die Motormasse natürlich.
So, wie ihr gesehen habt, ich habe sie etwas auseinandergefächert, damit die Dinger nicht aufeinander liegen, um es besser anziehen zu können. Und tut mir bitte einen Gefallen, macht nicht wie ich hier mit einem Klebeband die Verbindungen, wenn ihr ein Kabel verlängert, fest, sondern nehmt einen Schrumpfschlauch. Die kosten nicht die Welt und das ist wesentlich sicherer als so ein Klebeband, denn das Klebeband hält nicht ewig. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich habe jetzt keinen Schrumpfschlauch da gehabt, deswegen habe ich es jetzt mit Klebeband gemacht. Ja, verlegen wir die Kabel noch ein bisschen. So. Und dann ist das Ganze soweit fertig. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde einmal das Kabel der Innenrotorzündung und auch das Massekabel mit einem Kabelbinder noch hier etwas hochhängen an den Rahmen dran, einfach damit es erstens nicht auf dem Zylinder liegt und zweitens nicht abgerissen wird, wenn man mal den Roller auflädt oder keine Ahnung. Alles schon passiert. Der eine oder andere wird jetzt bestimmt auch schimpfen, warum ich jetzt hier eine Masse vom Motor zum Rahmen gezogen habe, obwohl das doch gar nicht notwendig wäre. Theoretisch ist es nicht notwendig, aber ich habe in der Vergangenheit öfter mal die Erfahrung gemacht, dass ihr müsst überlegen, der Motor ist ja mit Federbein und Subframe am Rahmen befestigt. Theoretisch müsste man am Rahmen eine Masse haben, aber in der Praxis hat sich jetzt gezeigt, ich habe ja sowas schon öfter verbaut, dass dann doch manchmal die Masse nicht vorhanden war. Und deswegen ziehe ich jetzt immer ein so Kabel auf den Rahmen, ist ja kein großer Aufwand und dann hat es bisher immer funktioniert. Das wollte ich euch bloß noch mit auf den Weg geben. Ja, und dann hoffe ich wie immer, dass ich natürlich dem einen oder anderen damit helfen konnte. Ist jetzt leider doch etwas länger geworden, das Video, beziehungsweise beide Teile. Aber ich zeige es lieber ausführlich, damit dann auch jeder, wenn er schon sich die Zeit nimmt, um so ein Video zu schauen, auch den Nutzen daraus ziehen kann. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurer Innenrotorzündung und schaut auch beim nächsten Video wieder rein. Wir bauen diesen Motor noch fertig und lassen ihn dann laufen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, Leute, und bis bald.